soll auch machen, Alter. Ich komme jetzt durch den Scheiß endlich durch, Junge. Ey, vor allem, da ist ein Mann drin, Junge, Alter. Meine Fresse, ja, Alter. Oh, ich hab den Ello besiegt. Ey, ist das krass. Ey, jetzt müssen wir durchziehen, Junge. Ich hab so einen Ello besiegt. Ey, Leute, Alter. Ja, dann schnappt ihn euch. Ey, wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Jetzt sind wir eh noch am Land. Eine Stunde hier, Junge. Wir haben ihn zum Ey, Leute, ich brauche eine Pause. Sorry. Ey, das geht gar nicht. Das war so schwer jetzt. Fokussieren, ja. Wow. Hardcore. Wie groß dieses Ding ist. Ja, dann nehmen wir mal mit dem Ruhig. Stellung. Sichert das Tor. Ich suche Vitalion. Ach du Heiliger. Der Endgegner wird bestimmt auch total hardcore.
guckt mich nach oben. Was soll ich machen? Ausweichen. Hier, hier bitte. Sag's mir doch. Wie habe ich das jetzt gemacht? Wie habe ich jetzt den Move gemacht? Da frage ich mich. Wie habe ich jetzt den Move gemacht? Wie will er das jetzt machen? Du, voll Hashi, das reagiere oder was? Ach, das gibt's nicht, Alter. Das ist doch nicht normal, Junge. Das macht er das 100 Mal, ja, dieser Fläche. Mist. Ach, Mann. Was soll ich hier drücken? Das ist ein Scheißspiel, Alter. Du sitzt da ja. Wie willst du hier aktiv werden? Mit dem Scheißding. Ich sehe nichts hier, Junge. Jetzt hab ich ihn! Ja! Yeah! Genau, und Tränen, genau. Da großen Griff, ja. Richtig so. Hier da! An den Rambock! Bringt die Figur zu Fall! Thank you.
Da ist unser Chef. Der Oberst. Mahlzeit. Um das Richtige zu sehen, muss man manchmal am Vermeintlichen vorbeisehen. Gut gemacht, Marius. General Commodus. Ja, des Kaisers Sohn. Ach. Der Typ. Holt mich raus, ihr dämlichen Idioten! Ich befehle es euch! Dein Sieg, deine Ehre, Centurio. Sofort, Herr. Kommt schon! Kommt schon! Mach auf! Keine Ohrringe mehr. Gib mir deinen Umhang! Ich hätte da. Wir marschierten nach York. Commodus war in Sicherheit und Oswald bereit, Frieden zu schließen. Ich betete zu den Göttern, dass dieses Blutvergießen bald ein Ende finden würde und ich meine Männer endlich nach Hause führen könnte. Ich begann zu verstehen, dass Vitalion guten Grund hatte, diesen Krieg zu hinterfragen. Wie viele Soldaten hatten ihr Leben für diesen sogenannten Sieg gegeben? Ich zumindest hatte genug Blut vergossen. Oswald, König der Briten. Er hat der Rebellion abgeschworen. Er will sich der Herrschaft Roms fügen und von nun an nur noch für den Frieden zwischen unseren beiden Völkern kämpfen. Hoheit Commodus, alles, worum wir bitten, ist eine gerechte Behandlung meines Volkes. Als Ebenbürtige. Tja, harte Hunde seid ihr auf jeden Fall. Das habe ich im Kampf gemerkt. Alter Falter, Junge, habe ich geschwitzt. So dass wir alle in Frieden leben können. Genau. So dass wir alle in Frieden leben können. Der Friedensvertrag aus Rom. Der Frieden des Kaisers! Fehlt nur noch das Zeichen des Königs auf dieser Schriftrolle. Wir können diese verdammte Insel verlassen. Euer Kaiser, mein Vater, er ist wahrhaft weise und gerecht. Macht doch eine komische Sache, bitte. Dies ist das Siegel des Kaisers. Es ist der Ausdruck seines Willens und der Macht Roms. Er killt den Vater. Erhebe dich. Mach's nicht. Nein. Nee, das würde ich nicht machen. Der ist hinterhältig. Wenn ich Oswald, hier ist dein Frieden. Nein! Du wagst es! Ihr geschnittener Hund!
hat auch das gegeben. Come on.
abwürfen. Ah, jetzt los! Mann. Hier vor Knöpfe drücken muss, das ist der Wahnsinn! Teddy an. Alles? Türme und Soldaten!
Schiff. Wegfeiern, ja. Prost auf euch. Das Südtor ist gefallen, unser Pretorio. Die Stadt wird überrannt werden. Bringt diese Menschen zu den Schiffen. Ja, Herr. Tja, das ist nun der Leidtragende, unsere Menschen. Ich muss den Hafen erreichen. Gibt es einen anderen Weg? Ja, Herr, durch diese Armensiedlung dort. Durch welche Siedlung? Armensiedlung? Oh ja, ist klar, Jungs, Alter. Thank you.
euren Chef besiegt, also. Aber viel härter, wie selber. Sag hier mal. Fragen? Teilnehmen.
So viel Tod. So viel Blut. Italien ruft zum Rückzug. Sie müssen zurück zum Gerichtsgebäude. Wir stecken hier fest. Ihre Schützen haben sich verschanzt. Diese Barbaren wollen einfach nicht aufgeben. Zurück auf! Ich suche Vitalio beim Gerichtsgebäude! Ja, oh nee, das sieht echt lustig aus. Ja, jetzt bin ich wieder allein, das ist schön. Ich finde den Weg zum Gerichtsgebäude. Naja. Ich würde durch die Hölle hier, ja. Sich immer zu gucken. Selber. Schild und Schwert in der Hand. Fehlt nur noch Spiel und dann schwerst bewaffnet hier der Leiter hochklettern. Ach nein! Oh, das wird doch übel hier. Hier, Junge. Das ist ja wie Gladiator hier. In der Arena.
allein. So ein Doppel-Ingo ist schwierig, ey. Das geht ja auch nicht. Hier kommst du nicht vorbei, Römer. Richtig. So schwer, die gehe ich noch, das ist Wahnsinn. Hier kommst du nicht vorbei, Römer. Oh, was der macht. Ich wollte das von jetzt noch nicht. Thank you.
Oh, geh doch mal weg hier, meine Fresse, Alter. Da ist so doof, da ist so blöd, Alter. Das geht einfach nicht. Da ist so doof, Junge, wirklich. Da ist so dumm, Alter. Das ist so scheiße. Ohne Mist hier, ey. Oh, bla bla, Alter. Dann sag ich, du fuckst ein Dicke von dem Spiel, aber wirklich. Diesen Waldmenschen habe ich so die Faxen wieder, Alter. Ah, ich stech den in den Rippen und darf nicht noch so, ja. Hinterhalt kommen die hier, ey, das gibt's nicht. Bam, bam, bam. Erledigt. Alter Falter, das ist krass. Die hat so viele Bugs, ey, das sehe ich gar nicht. Ja, dann geht doch aber auch. Meine Güte. York ist verloren. Wir müssen so viele unserer Männer hier herausbekommen wie möglich. Der Fluss ist der einzige Ausweg. Wir bringen sie auf das Schiff aus Rom. Es ist gepanzert und wird allem widerstehen, was die Barbaren zu bieten haben. Nein, sie müssen auf den anderen Booten unterkommen. Commodus und seine Wachen sind mit dem Kriegsschiff geflüchtet. Sie waren als Erste am Hafen und haben auf ihrer Flucht Frauen und Kinder weggestoßen. Wie da hier rumläuft mit dem Schild noch. Die Tür gleichzeitig mit dem Schild öffnen, das ist auch cool. Wie steht's um die Verteidigung, Soldat? Wir sind von allen Bezirken abgeschnitten und versuchen die Brücken zu halten, aber die meisten von uns wurden evakuiert. Gut,
In allen Sicherheit sind, werden wir York mit dem letzten Boot verlassen. Verstanden? Ja, Herr. Marius, hier lang. Was? Nur noch. Wir müssen hiervon berichten. Am besten dem Senat. Commodus wird für seine Taten büßen müssen. Richtig. Evakuierung. Jawohl, wird gemacht. Ihr da. Zurückziehen. Wir holen euch hier raus. Ich nehme den Skorpion und gebe euch Deckung. Ihr da. Zieht mich zum linken Ufer zurück. Ja. Zieht mir da. Thank you.
Ja, ist gruselig. So, mal Schnitzel essen. Kriegst du mal ein bisschen Tinte auf den Füller. Führer einer großen Armee. Seine feigen Generäle verließen ihn. Nemesis, die Rachegöttin, gestattete Damokles als Rachegeist auf die Welt zurückzukehren. Als Centurio in pechschwarzer Rüstung, der die Generäle, die ihn verraten hatten, bis auf den letzten Mann auslöschte. Ist er wirklich tot? Nee, oder? Ich bin doch nicht tot. Kollege, sei froh, dass du noch lebst mit der Rüstung im Schlamm. Wow. Ein wahrer Held. Ich habe dich hierher gebracht, um mich vor Damokles zu schützen. Aber du bist Damokles! Du bist Damokles! In der Tat. Und meine Geschichte ist fast zu Ende. Ich war besessen von einem Gedanken, einem einzigen Wunsch. Dem Wunsch nach Rache. Rache gegen Kaiser Nero, der meine Familie abschlachten ließ. Rache gegen seine abscheulichen Söhne, die meine Legion verrieten! Um meine Rache auszuüben, musste ich dahin zurückkehren, wo alles begann. Nach Hause. Nach Rom gab mich die Gefahr. Das Verderben Britanniens hatte auch diese Stadt erreicht. Hungernde Flüchtlinge aus dem einst freien Rom füllten die Straßen und erzählten von Raub und Folter. Das Gesetz lag in Trümmern. Mein einziger Lebenszweck war es, nach Rom zurückzukehren und euer Unheil zu beenden, Nero. Zu verhindern, dass ihr mein geliebtes Rom vernichtet. Und es dem Volk zurückzugeben.